Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Reihe Einfach Überspannungsschutz. Wir möchten uns heute wieder einer Frage zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz widmen. Und heute geht es um Wohngebäude. Wenn ich also erstmal weiß, ich brauche Überspannungsschutz, ich weiß vielleicht sogar schon welchen, muss ich immer noch darauf achten, dass er auch richtig eingebaut wird. Das ist am Ende genauso wichtig. Jens, du bist seit vielen Jahren unterwegs als Technical Supporter in vielen Installationen, hast schon eine Menge Zählerschränke gesehen. Da waren wahrscheinlich gute und auch weniger gute dabei. Worauf muss ich dabei genau achten? Ja, Achim, vielen Dank für die einleitenden Worte. Da gibt es eine ganze Menge zu beachten und da will ich heute mal auf drei Punkte mal eingehen und werde mich natürlich leider erstmal mit Normen beschäftigen müssen. Wir müssen erstmal schauen, wo steht das drin, was steht da genau drin. Dann werde ich aber dann gleich zeigen, was wird da konkret vielleicht von Phoenix Contact oder hoffentlich von Phoenix Contact eingebaut. Und dann ganz, ganz wichtig, vor allem, wie wird das eingebaut, worauf muss ich im Speziellen achten, wenn es dann in der Praxis umgesetzt wird. Dazu habe ich hier ein Schaltschränkchen mitgebracht, das schauen wir uns dann hinterher dann mal an. Super. Ansonsten habe ich hier mal so ein paar Schwerpunkte, wo ich mich gleich darauf beziehen werde, was ist Pflicht, was ist empfohlen. Ganz klar, es ist natürlich nicht alles in der Norm geregelt, das wollen wir uns mal anschauen. Dann, wie wird der Überspannungsschutz umgesetzt? Das heißt, da schauen wir uns da mal an, was für Auswahlhilfen gibt es dort. Und dann ist natürlich immer die Möglichkeit in der Praxis, es mal so oder mal so zu machen, wie hier jetzt zum Beispiel Typ 1 Ableiter versus Typ 2 Ableiter im Zählerschrank. Es gibt Vor- oder Nachteile dazu, das werde ich mal kurz erzählen. Und dann natürlich ganz wichtig, es gibt natürlich nicht nur den Schutz für die Stromversorgung, sondern natürlich auch für Telefon, SAT, Fühlerleitung und was da sonst noch so rein oder rausgehen kann. Das werde ich einmal zeigen, wie das aussehen kann. Fangen wir mit den Normen an. Haben wir bestimmt auch schon mal auf der einen oder anderen Seite schon mal gehört. 2016, die 0100 Teil 443 wurde dort aktualisiert. Die Norm gab es vorher schon. Sie war nicht ganz so bekannt, sage ich mal, aber seitdem man hier einen wichtigen Satz mit eingebaut hat, da wurde sie schlagartig bekannter. Bei dieser Norm geht es da nicht darum, dass der Blitz direkt in ein Gebäude einschlagen kann, sondern hier geht es vielmehr darum, dass die Störung über die Zuleitung in das Gebäude reintransportiert werden kann. Das heißt also, hier geht es vielmehr um die entfernten Blitzeinschläge, aber auch Schaltüberspannung, die über das Netz eingekoppelt werden könnten. Und bei dieser Norm geht es vorrangig nicht darum, dass ein Endgerät kaputt gehen kann, sondern hier geht es vielmehr darum, dass es nicht zu einem Feuer kommen kann. Das habe ich hier oben einmal unterstrichen. Gefährliche Funkbildung und daraus resultierende Brände müssen verhindert werden. Und zwar müssen. Und das finden wir hier in dem Punkt auch drin wieder. Der Schutz bei transienten Überspannung muss vorgesehen werden. Und das ist halt sehr, sehr schön. Dieses Wort ist in die Norm mit reingewandert. Sonst, du weißt es auch, gibt sehr häufig die Begrifflichkeiten, es ist empfohlen, es sollte und so weiter. Nein, es muss gemacht werden. Und zwar immer dann, wenn die Auswirkungen der Überspannung Einfluss haben auf einen von diesen fünf Punkten. Angefangen oben Menschenleben, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe, Industrieaktivitäten, Ansammlung von Personen und der letzte Punkt Einzelpersonen, zum Beispiel Wohngebäude. Und da in diesem Bereich bewegen wir uns ja heute. Und wenn die Überspannung Einfluss hat auf einen von diesen fünf Punkten, dann muss ich dort Maßnahmen treffen. Leider sagt uns die Norm nicht, was wir tun sollen, sie sagt uns nur, dass wir etwas tun wollen. Und deswegen müssen wir noch in eine weitere Norm reinschauen. Das ist die 0100 Teil 534, die ist auch 2016 erneuert worden. Und hier finden wir dann die Hinweise, welche Typenklassen wir dort einsetzen müssen. Und wir haben in dem obersten Absatz, lesen wir, dass mindestens ein Typ 2 Ableiter oder umgangssprachlich Mittelschutz genannt einsetzen müssen, wenn ich eine bauliche Anlage mit externem Blitzschutz habe, also Blitzableiter auf dem Dach habe, dann muss ich einen Typ 1 Ableiter einsetzen. Und in Deutschland ist es so, dass wenn ich Gebäude habe mit Freileitungseinspeisung, dort auch ein Typ 1 Ableiter vorzusehen ist. So, jetzt ist das natürlich dieser Typ 2 oder Typ 1 Ableiter, je nach Situation, der erste Ableiter, der in einer Zählerverteilung installiert wird. Jetzt ist es aber so, dass natürlich in so einem Wohngebäude nicht nur der Zählerschrank schützenswert ist, sondern eventuell auch noch andere Geräte da sind, die geschützt werden sollen. Endgeräte zum Beispiel, teure Kaffeemaschinen, die Heizungssteuerung zum Beispiel, der PC, der Fernseher oder sonstige Sachen. Und hier gibt es eine Empfehlung dazu, wann
noch ein zusätzlicher Schutz notwendig ist. Hier findet man den Hinweis, wenn die Überspannungsschutzeinrichtung, also die wir uns gerade angeguckt haben, weiter weg ist als 10 Meter von dem zu schützenden Betriebsmittel, dann sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen wie einen zusätzlichen Überspannungsschutz vorgesehen werden. Hier steht natürlich das Wort sollte mit drin, weil letztendlich kann nur der Anlagenbetreiber, also der, der in der Wohnung wohnt, natürlich sagen, ist dieses Gerät jetzt schützenswert oder nicht. Denn Kaffeemaschinen gibt es in verschiedenen Ausfertigungen, sage ich mal einmal. Ich sage mal, das ganz einfachste Modell bis hin halt zum Vollautomaten. Und dann muss sich jeder selber überlegen, wie schützenswert ist das Ganze. Ja, das stimmt. Da ist die Entscheidungsfreiheit gegeben. Du hast mir im Vorfeld versprochen, das wird einfach, wie ich meinen Überspannungsschutz auswähle. Jetzt fängst du an mit drei Stellen aus zwei Normen. Wie komme ich denn nun wirklich dahin, dass ich einfach sage, das ist mein Überspannungsschutz, den ich für meinen Fall einsetzen muss? Da habe ich dir auch wieder drei Möglichkeiten mitgebracht. Dankeschön. Es gibt natürlich verschiedene Poster zu diesem Thema Auswahl von Überspannungsschutz, denn es geht ja darum, der Installateur muss nicht unbedingt genau wissen, was alles so in den Normen drin steht. Er muss wissen, was soll er denn letztendlich einsetzen, genau wie du es gerade gesagt hast. Und dazu gibt es Poster, die kann er sich zum Beispiel in die Werkstatt hängen, wo man dann schnell sieht, okay, was ist Pflicht? Was ist empfohlen? Wir haben hier oben ein Wohnhaus mit drin. Das heißt, an welcher Stelle muss was eingesetzt werden? Die gibt es dann neben diesem Poster nochmal als Broschüre oder als einfachen Einseiter, den man mitnehmen kann, wo man dann hier zum Beispiel auch nochmal sieht, was muss ich machen, wenn ich ein Gebäude mit äußerem Blitzschutz habe, mit Freileitungseinspeisung oder halt ohne Freileitung und ohne Blitzableiter auf dem Dach, was muss gemacht werden und vor allem, was kann dort dann alles gesetzt werden. Ja, danke. Damit hast du das schon mal für mich auf drei Szenarien begrenzt. Damit kann jeder Installateur schauen, welche Begebenheiten habe ich vor Ort und welche Typen und welche Artikel, welche Überspannungsschutzgeräte muss ich dort einsetzen. Damit sollte man erstmal arbeiten können. Und jetzt interessiert mich natürlich, jetzt habe ich das Gerät rausgefunden, was ich brauche. Wie sieht das denn dann in der Installation aus? Das wollen wir uns auch mal anschauen. Ich habe für die gängigsten Situationen hier mal ein Foto mitgebracht. Wir werden uns, wie vorhin schon gesagt, das nachher nochmal in einem Schaltschrank anschauen. Hier mal so die gängigsten Situationen. Das Einfachste, was man hat, unten in diesem Einspeisefeld von der Zählerverteilung, da könnte man hier einen Kombiableiter Typ 1, Typ 2 Ableiter installieren. Das ist so das Einfachste, denke ich, was man machen kann, weil hier ist bis auf die zusätzliche Verbindung zur Potentialausgleichsschiene nichts weiter zu beachten. Der wird einfach nur draufgerastet und fertig, also einfacher geht es gar nicht. Ein bisschen komplizierter wird das Ganze natürlich, wenn ich eine Altanlage habe, wo ich dieses Sammelschienensystem nicht habe. Dann bleibt mir nicht so wirklich viele Möglichkeiten, es einfach zu machen. Dann haben wir hier auf diesem Bild, sehen wir einmal, wie man es machen könnte. Hier neben dem Hausanschlusskasten muss ich dann nochmal einen separaten Kasten setzen mit dem Überspannungsschutz. Das ist dann typischerweise so ein Kombiableiter für die Sammelschiene. Kann ich dort einsetzen und von dort aus geht es dann weiter dann zur Zählerverteilung. Das wäre eine Möglichkeit, was man machen könnte. Man könnte natürlich aber auch so einen kleinen Kombiableiter setzen. Dieser müsste allerdings, weil der auf Varistor-Technik basiert, müsste dann allerdings in dem Nachzählerbereich installiert werden. Also wäre dann anders zu installieren, als wir es jetzt hier sehen. Ich zeige gleich einmal, wie das aussehen könnte. Wie gesagt, das ist so das Einfachste, was man machen kann. Die Mindestanforderung in der Norm hieß ja, mindestens einen Typ-2-Ableiter zu installieren. Ein Typ-2-Ableiter kommt nicht in den Vorzählerbereich, sondern in den Nachzählerbereich, hier in den oberen Anschlussbereich, hier einmal zu sehen. Hier etwas, ich will nicht sagen aufwendiger, aber hier muss ich natürlich Drähte anschließen, das ist ganz klar. Allerdings brauche ich hier nicht, wie bei dem Kombi-Ableiter, den zusätzlichen Verbindung zur Potentialausgleichsschiene, sondern hier reicht der kurze Draht zum lokalen PE, zum Schutzleiter, zu der Klemme, wie jetzt hier zu sehen ist, oder der Schiene, was gerade in dem Schaltschrank da ist. Das ist dann natürlich wesentlich einfacher, das Ganze.
Na schau, da ist der Schutzkreis. Auf den habe ich ehrlich gesagt schon gewartet, als ich deine Agenda gesehen habe, dass da auch Mess- und Messfühler mit dran standen und Datenleitung. Der ist ja normativ nicht verankert, der Schutz, oder nicht verpflichtend. Und ich finde den umso wichtiger, einfach den Schutz eben auch von Telefonleitungen, von Datenleitungen, von irgendwelchen Messleitungen, um einfach die komplette Applikation, sei es das Gebäude, was ich betrachte, oder ein einzelnes Gerät, auch wirklich zu schützen. Weil nichts ist letztendlich ärgerlicher. Ich setze den verpflichtenden Schutz ein und habe trotzdem einen Schaden, weil ich über eine andere Leitung die Störung reinkriege. Und deswegen finde ich das so wichtig, diesen Kreis. Was ich mich jetzt nur frage, ist, was hat der im Zählerschrank zu suchen, wo wir letztendlich ja nur die Stromversorgung haben? Ja, Achim, so war das auch bis jetzt. In der heutigen Zeit hat man aber immer mehr, Endgeräte, empfindliche Geräte in so einer Verteilung drin. Also das heißt, so eine Zählerverteilung ist heute nicht nur dafür da, um den Strom zu verteilen, sondern es gibt sogar ganze Multimedia-Felder, wo also das, was du vielleicht zu Hause noch unter dem Schreibtisch hängen hast, deine Telefonanlage, kann man hier natürlich einmal sauber installiert in so eine Zählerverteilung mit reinbringen, und dann gehört der Schutz natürlich in die Zählerverteilung mit rein. Ich will dir das einmal zeigen. Dazu habe ich hier eine Zählerverteilung mitgebracht, und dann sehen wir hier in dem linken Feld das, was ich in den Fotos gezeigt habe. Einmal hier der Kombi-Ableiter in dem Vorzählerbereich oder alternativ der Typ-2-Ableiter im oberen Anschlussbereich. Das haben wir auf den Fotos gesehen. Was wir noch nicht gesehen haben, ist genau das, was du ja gesagt hast, nämlich die Leitung, die ansonsten noch das Gebäude verlassen und dann entsprechend schützenswert sind. Das ist zum Beispiel, wir haben hier in dem Bereich, das sind die Abgänge, hier ist unser KNX-System, und ein Abgang könnte zum Beispiel zu einem Gartenhäuschen geführt werden. Dann ist das eine Leitung, die das Gebäude verlässt, und dann kann natürlich auf dem Weg eine Störung in das Gebäude reinkommen, also ist sie schützenswert. Dazu haben wir hier oben nochmal einen zusätzlichen Typ-2-Ableiter installiert. Oder du hast es ja schon angesprochen, die Fühlerleitung zum Beispiel. In meinem Beispiel ist es eine Zisterne, die eine Füllstandsmeldung hat, ist auch eine Leitung, die von draußen kommt. Auch da könnte natürlich etwas eingekoppelt sein, das ist auch schützenswert, denn sie geht auf mein KNX-System, habe ich hier für den Überspannungsschutz. Oder was ist, wenn ich die KNX-Leitung nach draußen geführt habe? Ich denke zum Beispiel an Wetterstationen, die sich draußen befinden. Auch da könnte natürlich eine Störung draus sein. Deswegen halt hier der zweite grüne Ableiter für die KNX-Leitung. Und ich habe es ja schon gesagt, es gibt ganze Multimedia-Felder. Das ist das, was wir hier auf der rechten Seite sehen, wo das alles konzentriert installiert ist, was zum Multimedia nun dazugehört. Das ist anfangs zum Beispiel die Telefonanlage. Die wird hier über den TAE-Trap geschützt. Denn die Telefonleitung kommt ja auch nun mal von draußen, also muss sie auch mit betrachtet werden. Dann haben wir vielleicht, weil wir ein hochwertiges Gebäude haben, vielleicht eine Außenkamera irgendwo in den Bäumen, am Zaun oder sonst irgendwo. Auch da könnte natürlich eine Störung drauf sein. Deswegen haben wir hier oben nochmal für die Netzwerkleitung einen Schutz mit drin. Und vielleicht haben wir auch Satellitentechnik mit drin. Dementsprechend haben wir hier vor dem Verteiler nochmal den Überspannungsschutz für die Satellitenleitung, die ja letztendlich ja auch von draußen kommen. Und deswegen gehört so ein Überspannungsschutz halt heute auch in so eine Zählerverteilung mit rein. Das stimmt. Jetzt konnte ich das auch viel besser nachvollziehen. Ich habe den Schutzkreis erkannt, sehe auch die Anwendung, die ich bei mir zu Hause auch habe. Bei mir sind sie noch außerhalb des Zählerschranks, da ist Satellit und auch Telefon ist direkt daneben. Ebenso zu schützen, so wie es hier auch im Zählerschrank ist. Das ist verständlich. Aber Schutzkreis am Zählerschrank, das habe ich jetzt verstanden. Herzlichen Dank. Gerne. Jetzt haben wir uns den Zählerschrank im Wohngebäude mal angeschaut. Abhängig von der Größe oder der Dimension des Wohngebäudes mag es möglich sein, dass wir noch weitere Überspannungsschutzgeräte brauchen. Wenn die Leitungen zum nächsten möglichen Unterverteilungsschrank oder Unterverteiler länger als 10 Meter sind, mag das ein Typ-2-Ableiter sein, der dann den richtigen Schutz bringt im Zählerschrank, im Unterverteilerschrank. Oder wenn ich Endgeräte
schützen möchte, die weiter als 10 Meter entfernt sind vom letzten Überspannungsschutz, wäre das ein Typ-3-Ableiter, den ich entweder in die Steckdose einfach mit einstecke oder in die Verteilung, in die Installation mit einbringe, mit unterbringe und letztendlich dann außen nicht mehr sichtbar habe. So hätten wir dann ein ordentliches Konzept für das komplette Wohngebäude, vom Zählerschrank bis zu den Endverbrauchern, die irgendwo im Gebäude zu schützen sind. Und auch weiterhin wollen wir Fragen zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz bearbeiten, hier beantworten. Und wenn es dort irgendwelche Anregungen oder Fragen gibt, einfach eine kurze E-Mail an traptech-support@phoenixkontakt.de und wir nehmen uns dann in Zukunft auch mal diesen Fragen an. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.